Dorfmitte Reichensachsen. Hier ist der Wohnbildungsbereich der Werralandwerkstätten. In einer ambulant betreuten Wohngemeinschaft leben 4 junge geistig behinderte Menschen. Ziel der Maßnahme ist es, dass diese jungen Menschen Selbstständigkeit erlangen und Verantwortung übernehmen. Dinge, die im familiären Umfeld aus unterschiedlichsten Gründen häufig nicht möglich sind. Für mich war es in der WG, als ich in die WG kam, ein bisschen schwierig von zu Hause auszuziehen, weil ich Mama vermisst habe. Jetzt habe ich mich dran gewöhnt. Leben in einer WG, das heißt eigene Regeln und neue Tagesstrukturen finden. Denn neben jeder Menge Spaß gehört nun auch die eigene Haushaltsführung zum Alltag der jungen Menschen. Und wichtig ist jetzt für sie, selbst Verantwortung zu übernehmen und ihre Lebensalltagsaufgaben selbstständig zu gestalten, sich zu überlegen, was ist jetzt zu tun, auch gemeinsam zu überlegen, wer tut was und das dann auch miteinander umzusetzen. Wir haben immer die Sachen Gruppengespräch. Da reden wir über die Probleme und was hier los ist und dann finden wir zusammen eine Lösung. Unterstützt wird die WG von einem Team aus Sozialpädagoginnen. Welche Putzmittel werden wofür verwendet? Da eine WG-Mitbewohnerin nicht lesen kann, werden die Flaschen mit Bildern beklebt. Diese Idee stammt übrigens von der WG, denn das primäre Ziel der Betreuerinnen ist es, die Ideen der jungen WG-Mitbewohner aufzugreifen und sie selbst entscheiden zu lassen. Die Aufgabe der Betreuer ist eine moderierende Aufgabe. Das heißt, Fragen, Probleme, Aufgaben, die anstehen, werden von den Jugendlichen und jungen Erwachsenen selbst bearbeitet. Die Betreuer moderieren nur diesen Prozess und die Lösung kommt von den jungen Erwachsenen selbst. Jede Idee wird ausprobiert.